crow looks different. It's got an aura around it. Maybe the key's inside it? Shit. Natürlich ist da ein Schlüssel drin. Damit hi und herzlich willkommen zurück bei unserem Project Nightmare. Ja, also war meine Idee gar nicht mal so scheiße, von wegen einen Stein finden zum Reindrücken, und das ging auch relativ schnell. Hätte jetzt auch nicht gedacht, war nicht mal eine Minute. Aber natürlich hat die Krähe einen Schlüssel drin, ne? Ja. Okay, gut, dann ja. Hätte ich das mal vorher gewusst, aber was will man machen? Ja, mal auf die Bude hier. Okay, flüchten glaube ich eher weniger. Wisst ihr, was jetzt hier... Ob die Oma jetzt hier wieder kommt, unsere andere Tante? Ich habe das Gefühl, mit der Fackel sehe ich noch weniger wie mit der Kerze. Kann ich hier nicht... ja, ich bin am Arsch, weil die Tür ist zu. Naja, dann haben wir wenigstens ein... Oder kann ich hier? Ja, komm, mache. I'm gonna regret this. Jetzt in der realen Welt. Hat er gerade gesagt, die Scheiße? Das ist crazy. Ich habe ja das Gefühl, er nimmt was aus dem Traum mit in die Realität und kriegt da vielleicht Halluzinationen oder sowas. Ne? Was der da im Tank sieht. Die Sache ist nur, frage ich mich jetzt gerade. Sind wir ein freiwilliger Patient da? Also haben wir gesagt, jo, ich hab da Bock drauf, ich mach das gerne. Oder eher nicht so. Quasi, wir sind im Knast und haben keine andere Wahl. Ich weiß gar nicht, ob das am Anfang schon irgendwie beantwortet wurde. Oder ob ich dazu irgendwas gesagt hatte. Ich bin mir dezent unsicher, aber wir sind auf jeden Fall in einer wunderschönen Kanalisation. Und das schimmert auf jeden Fall was. Ist das noch ein anderes Portal? Was ist denn das hier überhaupt? What the hell is that? Gross. Alter Pickel. Passiert da was, wenn ich die Kerze unsere große Kerze drunter halte? Nee, ne? Kann ich da reinpieken? Also mal so. Mal gucken, was das wirklich ist. Oh, warte mal. Okay, es zerfällt Gott sei Dank. Ich dachte, uns wird jetzt irgendein riesen Arm schon angrapschen. Okay. Ein Mechanism-System mit einem incomplete Symbol. Let's see. Okay. Da ich das unter. Also, ich hoffe, dass das dreht da nicht wieder irgendwie gegen. Nee, warte mal. Nee, das sieht nicht richtig aus. Nee. Hä? Ach lol. Das gibt mir auch noch Bescheid, wenn es richtig ist. Ja, passt doch schon, oder? Hä? Hab ich es jetzt so lange gebraucht? Junge, ich hasse das. Ja, danke, Spiel. Ich
Mhm. Ach so. Das ist ein Stein, muss ich zu schnell folgen. It seems to be a human torso. It looks like it was bitten by something. Wie kommst du aber darauf? Also das eine konnte ich als... Ja, definitiv als Hand erkennen. Ich schieb das mal ein bisschen rum, mal gucken. Vielleicht brauchen wir das für irgendwas. Bitteschön. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht nochmal von oben. Was auch immer da Hunger hatte. Aber trotzdem, das mit dem, also mit der Zeit ist okay, das Problem ist halt bloß immer, wenn ich dann eins zu weit bin, nutze ich dann die falsche Pfeiltaste. Jedes Mal. Okay, Ratten. Sieht aber eigentlich ein bisschen relativ süß aus. Okay, jetzt habe ich noch eine Hand von mir hergetragen, habe ich ja gar nicht so gesehen. Da ist noch ein Schädel, glaube ich. Okay, sah auf jeden Fall die Ratten ein bisschen groß, aber sah süß aus. Was zum Knuddeln. Perfekt aufgespießt. Bewegt er sich? Nö. Er hat einen riesen Kopf. Was denn? Was denn? Oh shit. Dann kannst du mal ein bisschen schneller, Alter? Will er mich verarschen? Er läuft halt nicht schneller. Was soll ich denn da machen? Ich meine, ich kann höchstens... Ja, zurück, aber... Also ich kann mal probieren, vielleicht schnappt er sich den Schädel. Aber gefühlt, wenn ich rückwärts laufe, ist genauso schnell wie vorher. Ich kann halt kein Gummi geben hier. Nicht mal, wenn es brenzlig wird. Ich kann sagen, ich wollte erstmal sehen, was das überhaupt ist. Na toll. Okay, kommt hier nicht durch. Aber ich werde wahrscheinlich mal lieber warten, bis er in der Runde rum ist, damit ich ihm hinterher latschen kann. Ich hoffe, der dreht sich da nicht um. Der komische Wurm oder was das ist. Wo ist er denn jetzt? Oder kann ich ihm hier was zu beißen geben? Das kann man ja ausprobieren. Wenn ich jetzt wieder sterbe... Na toll. Okay, was zum Essen geben kann ich nicht. Hat der so eine lange Strecke, sonst wäre ich dem hinterher gel... Na toll. Mach hin, Typ! Der war... Ja, da kommt er. Oder doch nicht? Doch, jetzt. Bleib mal hier, wo ich hoffe, dass ich in Sicherheit bin. Oh, wir trotten mal hinterher. Er hatte anscheinend eine etwas längere Reise. Obwohl, das führt wieder in den und denselben Gang, ne? Jo, da wäre ich rausgekommen. Na, ich muss halt warten, bis er an mir vorbei ist hier. Oder? Boah, das ist halt relativ weit. Also ich würde es vielleicht mal so probieren. Also ich hoffe, der sieht mich nicht, sondern macht bloß seine Runde. Es kann ja sein, dass da hinten irgendwas ist, wo ich mich in die Ecke stellen kann und dann ist gut, aber das weiß ich ja vorher nicht. Nee. Andere Seite lang. Dankeschön. Nee, ihr braucht gar nicht rumquieken.
guck schon mal, ob man sich irgendwo hier eine Seite, aber ich glaube, ich bin trotzdem noch zu langsam. Er kam ja von da, ne? Oh, bitte, bitte andere Seite lang. Jo. Weil das wird ja einmal so rundherum sein. Das ist jetzt einfach hinterher. Dass er dann da gleich abbiegt und da hinten seine Runde macht. Und ich irgendwo hoffentlich hier geradeaus weiterkomme. Okay. Weil ich glaube, hätte er mich jetzt erwischt, hätte ich einfach wieder kein Problem. Was nur? An. Da oben? Okay, rostiges Teil eines Hebels. Ich wollte sagen, nimm noch mit. Wer weiß, wozu es gut ist. Oh, das Schlimme ist bloß, wenn ich jetzt... Ja, ich weiß nicht, ob das das einzigste Teil ist, was ich jetzt hier irgendwie finden muss. Wenn ich irgendwas übersehe. Wir können halt nicht rennen. Das ist halt furchtbar. Ist das hier auch noch? There's something missing in order to activate it. Ja, na, du hast nie. Bist du doof, Alter? Du hast einen Hebel gefunden, Mann. Achso. Oh, shit. Ja, geil. Ja, finde eine Flucht durch. Ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich muss das Wasser ja irgendwie ablassen. Okay, vielleicht war es bloß die falsche Richtung gewesen. Gebracht. Also ich habe zumindest nichts gehört. Nur noch ein Schädel. Das Wasser überhaupt hier. Fällt mir gerade mal so auf. Okay, ich lass. Warte mal. Ich lass den mal. Toll. Okay, ich dachte, wir wären jetzt tot. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht erkannt, dass das eine Treppe gewesen sein sollte, die da runterkommt. Aber gut, man hat jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Da kann ich nicht durch. So, mal gucken, was der Omi zum Besten gibt wieder. Na, böse Verführung. Das Böse ist ein seltsames Ding. Es beginnt mit einer Verführung, die dich in eine Ekstase bringt. Doch mit der Zeit kommt ein Moment, in dem man die Veränderung deutlich sieht. Doch dann ist es immer zu spät. Diese böse Entität hat nicht nur meine Geliebten verschlungen, sondern all meine Kräfte geleert. Als ich mich im Spiegel betrachtete, stelle ich voller Schrecken fest, wie es mich physisch gezeichnet hat. Eine fremde alte Frau reflektiert mit einem mit meinen Gesichtszügen und etwas in mir, etwas Dunkles und Böses begann zu wachsen. Kann das sein, dass Henriette gar nicht so alt ist, wie sie, naja, wie man im ersten Moment denken könnte? Sondern dass die vielleicht so 30 ist? Nicht um die 80? Drei Nächte nach meiner schlimmsten Tragödie erschien mir Anna in einem Traum. Ihre Worte waren: selbst in Träumen werde ich bei dir sein. Ja, das war schön. Dann bist du wenigstens nicht allein. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder hier, wo unser Bruder... Nee, es ist nicht das gleiche. Ich kann sagen, wo unser Psycho-Junge herkam. Guck schon mal, ob ich irgendwo links oder rechts dann. Toll, ich wollte gerade sagen, mich verpieseln kann. Nee, hier geht's nicht weiter. Ja, durch die Tür hier.
Wie, die ist verschlossen. Natürlich ist die verschlossen. Halt! Okay, das hat gar nichts gebracht. Jetzt muss ich hier Steine suchen? Ich meine, dass ich ein Klicken höre. Wenn ich den richtigen habe, sind hier noch mehr. Na, Alter? Halt, da ist noch ein Stein. Okay, mehr Steine dürfen es nicht sein. Ansonsten hat mich der komische Junge. Ja, toll. Hi. Na? Willst du spielen? Auch schön. Wir wurden vollgekotzt. Ja gut, dann schätze ich mal, dass ich gleich. Also, er ist ja jetzt nicht der Schnellste, ne? Warte mal. Muss ich hier? Nee. Er ist jetzt nicht so der Schnellste, dass ich dann gleich mal gucke. Immer links, rechts, wo vielleicht ein Stein ist. Das könnte vielleicht ein bisschen auf den Sack gehen, aber. Es scheint ja. Es scheint ja mindestens noch einen vierten oder fünften Dings zu geben. Natürlich auch sein, dass ich das genau falsch mache, dass ich halt nicht hin und her, sondern vielleicht mal mich auf einer Seite beschränken. Hä? Och, leck mich, ich muss das erst triggern oder was? Wo ist denn der Kackjunge? Ja, toll. Hier war doch einer. Schon. Du bist scheiße, geh woanders kotzen. Wetten, mir fehlt bloß noch einer. Okay, heißt also, bevor ich das überhaupt machen kann, muss ich erstmal bis dahin rennen. Und dann schnell wieder zurückrennen. Und dann gucken, wo wir vielleicht. Also, was anderes wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. So, schnelle Türe. So, scheiß Junge, wo bist du? Na, wo ist er? Okay, da ist er. Ich bin schon wieder zu weit gelaufen, ne? Muss ich bloß den einen richtigen Stein. 2. 3, ja toll. Wie fehlt noch mit. Ach da, 4. Glück gehabt. Hear me? A lot of information has surfaced. Something terrifying happened in its history. All this belongs to the dark side of Kedward. Something representative of the events that previously occurred. Our scientists have informed us of satanic rituals and very strong energies. Try to find an exit as soon as possible. Toll, danke. Kedward dark side? Darker than everything I just went through? Da. Aber wir haben wieder unsere hellskriegende Kerze. Yay. Finde einen Fluchtweg. Was ist Schulkarten? Weiß nicht, was Schulkarten sind. Also, wenn man es denn so ausspricht. Also, der Junge scheint irgendwie dazu. Kann halt sein, vielleicht war sie ja auch schwanger gewesen. Und dementsprechend kam dieses nette kleine Wesen dann zum Vorschein. Vielleicht.
Ja. Ja. Klar, noch einen Teller hinterher schmeißen. Danke, Spiel. Lol. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt richtig gewesen wäre. Ich würde mich hier erstmal umgucken, weil auf der anderen Seite war zu. Achso, hier können wir gleich noch mal eine Kerze mitnehmen. Obwohl ich eher dachte, dass es hier vielleicht noch weitergeht. Aber nee, hier scheint ein Ende zu sein. Waldlos wegen dem sekundären Ziel. Ich meine, das erste haben wir ja schon. Ich würde das zweite auch ganz gern machen, aber ich glaube, das werde ich jetzt noch nicht bekommen können. Sag mal. Ich habe nach oben gedrückt? Oder muss ich gedrückt lassen? Hä? Okay, warte. Es kommt da bestimmt gleich wieder irgendwas. Was, jetzt auf einmal nicht mehr? Vielleicht kommt das halt auch bloß nach einer gewissen Zeit. Weiß ich nicht. Aber ich will mich doch erstmal umgucken hier. Also wenn es nochmal kommt, dann probiere ich mal in die Richtung gedrückt zu halten. Oder gedrückt zu lassen. Nein. Na so. Können wir eigentlich noch mehr? Nee, ne? Wir haben schon genug Kerzen. Wie viel haben wir? Zwei haben wir auf Reserve. Okay, das war jetzt wirklich mein Fehler. Ich habe nach oben nicht nach unten gedrückt. Oh Gott, das kann ja dauern. Das kann dauern, bis wir da mal vorankommen. Hilfe. Also, ach nein, jetzt sind wir wieder am Anfang hier. Ich meine, ich habe eine Schwelle. Habe ich immer noch zwei? Ich habe immer noch zwei Kerzen. Noch eine Schwelle gefunden. Dementsprechend können wir vielleicht ein bisschen schneller machen. Okay, das war nicht das Ding. Also Flossen sehen auch richtig geil aus. War nur Silent Hill hier oder was? Einfach mal probieren. Huh. Seems to be some kind of spill. Shit, that hurt. Fuck. Now what? Footsteps. Ganz zufällig. Ja, ach nee. Aber was ist, wenn dieses komische Viech wiederkommt? Kann auch sein, dass es an der Tür gespeichert hat. Das wäre ganz schön. So. Zu langsam. Okay, ich muss gar nicht mal langsam machen. Ah, na toll. Nein, jetzt sehe ich die Fußspur nicht mehr. Scheiße. Warte mal, doch. Es hat sich wieder was bewegt. Ich habe es gehört. Ja, nu. Okay, bin noch richtig. Vielleicht einfach bloß ein bisschen zu schnell. Ach so. Das lässt sich ja richtig scheiße machen. Das lässt sich ja richtig kacke machen. Also das Ding in der Mitte halten. Das ist ja voll sensibel. Oh Gott. Oh, warte mal.
door opening.